Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zur Folge 43 in Factorio. So, erstmal vorweg noch schöne Grüße an Martin Wutzbacher. Das habe ich nämlich vergessen vor zwei Folgen. Das wollte ich eigentlich machen. Ich habe es mir so extra aufgeschrieben. Aber jetzt schöne Grüße an dich. Ja, vielen Dank für deine Kommentare. Es freut mich immer sehr, wenn ich welche bekomme. Ich lese die übrigens alle, auch wenn ich nicht immer auf alle antworte. Aber ich lese alle und ich registriere sie auch alle, ja, also es kommt niemand ungelesen durch, von daher, unser Eisen ist weg, leer, alle, empty, vorbei, das war's, wir können dann dicht machen, gut, wir müssen irgendwas basteln, um jetzt hier mal Eisen hinzubekommen. Ich würde das gerne direkt mit blauen Bändern machen, weil mit blauen Bändern, wir nehmen jetzt einfach mal alle mit hier, ist scheißegal. Ach jo, jetzt, ah nö. Jetzt fehlt ja Eisen, um blaue Bänder herzustellen. Das heißt, wir haben das, was wir jetzt haben, damit muss es, das muss reichen. Mehr gibt's nicht. Das war's. Danach ist Ende. So, dann machen wir hier die Ausladung hin mit einem das hier und dann machen wir diese hier dran. So. Und dann diese. Und so. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich schließe jetzt erstmal einen an, dass das wieder läuft. Und dann machen wir den zweiten. So, wo muss ich denn hin? Wir müssen hier hin. Ja, das passt. Das passt. So, langes Band. Und gib ihm. Weiß ich mal nie, was ist hier. So, machen wir mal bis hier hin. Dann machen wir noch den hier hin. Und so. Jetzt müsste eigentlich was kommen. Wir schauen mal. Ja, Fließbänder haben wir auch noch ein paar, das geht. Können wir das mit zurücknehmen? So. So, so. Wie viel haben wir noch? Okay, wir haben noch ein paar. Zack, angeschlossen, läuft hoffentlich. Gucken wir mal. So, Kohle kackt ab. Kohle kackt ab. Das ist nichts Neues. Gut, Eisen kommt wieder, sehr schön, sehr schön. So, Fließbänder, wunderprächtig. Wo holten ihr die her? Warte mal, ich glaube, ich baue hier unten noch welche, ne? Ja, da habe ich auch noch ein paar. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Jetzt müsste doch eigentlich... Jo, das dauert jetzt einen Moment. Das muss erstmal volllaufen wieder. Das ganze Band war ja leer. Wenn das hier oben und so alles vollläuft, dann denke mal, das verteilt sich dann. Dann sollten wir eigentlich auch wieder Zeug bekommen. So, der ist jetzt voll. Zack. Wunderbar. So, ja gut. Das muss jetzt erstmal wieder alles sich beruhigen. Wir hoffen mal, dass es das tun wird. Und schauen da gleich nochmal nach. So, okay. Ja, das läuft. Wir haben Eisen wieder. Das ist sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Gut. Ja, was machen wir mit der Kohle? Haben wir irgendwo noch ein Kohlefeld? Das ist Blei. Hier unten haben wir Kohle. Kohle, Blei, Stein. Ja, hier habe ich übrigens auch so eine Produktion hingebaut. Habe ich, glaube ich, gar nicht erzählt. Ja.
Ja, das ist voll, ne? Was machen wir denn mit den Dingern überhaupt? Was sollen wir damit anfangen? Wir können die Teile schleifen mit einem Schleifrad und einfach nur Wasser. Okay, was brauchen wir für so ein Schleifrad? Stahlträger und Siliziumkarbid. Junge. Carbon und pulverförmiges Silizium. Pulverförmiges Silizium. Da. Einfach nur Silizium. Okay. Das könnten wir theoretisch machen, aber wir brauchen die noch nicht, oder? Nee, eigentlich brauchen wir die nicht. So, was forschen wir? Warte mal, wir forschen. Logistikplätze sind immer gut. Das ist immer gut. Genau, wir müssen noch unseren Außenposten anschließen. Was brauchen wir denn da noch an, an Zeug? Wir haben hier Blei. Wir haben hier vor allem, was war das nochmal? Rutil. Genau, aus Rutil machten wir doch dieses Titan, ne? Carbon, Calcium, Chlorid, Carbon. Rutil. Rutil. Ich würde sagen, dann bauen wir mal den nächsten Zug, der in unseren Außenposten geht. Beziehungsweise wir müssen Kupfer an den Start bringen, oder? Ja, das falzt vorbei. Genau, es falzt vorbei. Fast vorbei. Hier haben wir noch 37k Kupfer. Das ist natürlich auch lächerlich. Da haben wir 682k. Hier haben wir. Ja, das ist alles nur so Popelzeug. Haben wir nicht irgendwo einen richtig fetten? 4,2 Millionen, 1 Million, 5,2 Millionen. Da hätten wir einen riesigen. Aber ist natürlich auch mit riesig viel Arbeit verbunden. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Achso, wir müssen ja hier die Dings noch fertig kriegen. Haha. Jo. Sonst kackt das Eisen schneller ab, wie es da war. Okay, warte mal. Wie machen wir das? Wir machen das mit Stapelknickis. So, dann gucken wir, dass wir die. Wenn wir die so haben. Okay, das sollte gehen. So. 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 So, wie kriegen wir das jetzt da rein? Indem wir tricksen. Indem wir tricksen, kriegen wir das da rein. Hoffentlich. Ne, warte mal. Den müssen wir bis hier machen. So. Dann. Machen wir so. Dann. Machen wir so und so. Eigentlich sollte das gehen. Mal gucken. Okay, gut. Ja, machen wir halt noch einen dahin, ist ja egal. So. So, haben wir auf jeden Fall mehr Einladung wie Ausladung. Und das ist wichtig, ja, das läuft. Okay, das dauert natürlich.
Also wenn wir diese Ausladung hier dauerhaft haben, ja, dann bin ich zufrieden. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ich denke mal, das sieht gar nicht so verkehrt aus, oder? Ja, der geht alle. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um den Außenposten, dass wir das Zeug hier hochkriegen. Ich muss nur jetzt extremst aufpassen, dass ich nicht hier unterm Zug lande, weil das kann ich, glaube ich, sehr gut. So. Ja, der Zug, der geht aber auch ab, ey. Da war er. So, dann machen wir mal das hier hin. Dann müssen wir hier einen. Den können wir wegmachen. Da steigen wir jetzt eh von ab mit diesen. Ja, mit dem Band. Hier oben habe ich schon komplett, wo ich die Erweiterung gebaut habe, nur mit Lasertürmen erweitert. Hier endet das Band und irgendwo hier endet das auch noch. Da. Also irgendwann werden wir da komplett von befreit sein. Und das macht auf jeden Fall Sinn. So. Und so. Hallo. Und so. Gut, dann brauchen wir ein Tor und noch ein Tor und Mauer, 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 Mauer. So, dann ist das Ding zu. Gut. Dann machen wir hier noch einen Laserturm wieder rein. Für die allgemeine Sicherheit. Und dann können wir weitergehen. Ja, wir müssen auch mal gucken, dass wir. Was ist das denn hier? Wolfram. Warte mal, Wolfram haben wir auch noch nirgends, oder? Das brauchen wir dann auch irgendwann. Vielleicht sollten wir den Zug nicht unbedingt da durchlegen, oder? Ah, eigentlich egal, oder? Ja, komm. Wenn, dann fuschen wir das da irgendwie mit Erzfeuer dran hin, dass wir es wegbekommen. So, machen wir hier jetzt noch einen Kreisverkehr hin. Zack. Dum, 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 dum. So, ja, wie machen wir das mit dem Bahnhof? Wo machen wir den Bahnhof hin? Wir können den Stumpf. Also wir brauchen ja mindestens mal 1, 2. Wobei das hier, wir können es eigentlich laufen lassen. Ja, das ist eh nicht mehr viel. Der ist jetzt kurz vorm Ende eh. Lassen wir mal ein bisschen pimpen noch hier. So. Arschlecken. Und da kommt eh nicht mehr viel was raus. Und dann ist das eh Ende. Dann brauchen wir das gar nicht mit dem Zug abholen. Aber was wir abholen müssen, ist auf jeden Fall Gold und Rutil. Gold, Rutil und eventuell Blei. Wobei Blei haben wir hier vorne eigentlich noch mehr wie genug. Ja, da sind noch 3 Millionen drinne und so viel brauchen wir davon auch nicht. Das heißt, wir müssen mindestens zwei Bahnhöfe machen. Jetzt ist die Frage, wo machen wir das? Wo machen wir die zwei Bahnhöfe hin? Wir machen das. Warte, wir machen das so. Wir machen hier einen Bahnhof. Und wir machen etwa zu viel. Hier einen Bahnhof. So, dann können die da rausfahren und dann müssen wir das Zeug nur noch
hier durchmachen. So. Habe ich keine Schienen mehr? Doch, habe ich. So. Mauern. Zack. Und dann können wir es eigentlich hier anschließen, ne? So, die kommen da raus. Okay, da müssen wir uns jetzt irgendwie... Echt, nur weil dieser Stumpen im Weg ist. So, und den hier auch einfach da dran, ne? So. Dann haben wir doch eigentlich einen okayen Bahnhof, oder? Wenn wir jetzt sagen, okay, der kommt jetzt hier reingefahren, dann haben wir hier auf jeden Fall eine Doppellinie. Dann geht es hier weiter. Hier können wir rein und raus. Und hier können wir auch rein und raus. Dass wir die Bahnhöfe sind. So, dann haben wir hier eine geschlossene Strecke. Das heißt, wenn hier einer drinne steht, kann der nächste trotzdem da reinfahren. Wenn der gerade rausfährt, muss er... Wir werden sehen. Wir werden das beobachten. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Dann müssen wir noch irgendwas basteln. So, jetzt haben wir hier Bahnhof und Bahnhof. So, dann fangen wir an mit dem Zug hier oben. Würde ich sagen, so. Hat der jetzt Strom? Der hat Strom. Ich bin begeistert von dem Bauwerk hier mit den Stromzügen. Ich blicke da zwar noch nicht so ganz durch, aber ist ja egal. 3, 4 und Zug. So. Was ist hier noch drin? Ah, das ist Silber. Okay, das muss ich glaube ich noch verarbeiten. Warte, wie verarbeitet man Silber? Nickel, 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 nee, Zink, Lithium, nö, nö, Silberplatte. Ja, normaler Ofen. Können wir eigentlich machen hier, oder? Man hier. Wir machen hier. Das machen wir auch. Wir verarbeiten uns das Zeug hier. Und dann haben wir es weg. So. Das ist gut. Machen wir. So, dann machen wir hier die Einladung. Drip, 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 drip. So, dann gucken wir mal, wie viele Bänder wir hier dran kriegen. Eigentlich können wir das dann ja auch hier mitmachen, oder? So, da haben wir schon mal 4 und da hätten wir dann auch 4. Das ist eigentlich zu wenig. Ich glaube, wir kommen hier auch gar nicht mit 4 Bändern doch so gerade. So gerade. Eieiei. Okay, ist egal. Wir basteln uns irgendwas. Ich hätte aber gerne die hier da drauf. So, dann müssen wir jetzt 2 von denen hier dran holen. Du ahnst es nicht. So. Und ja, es macht irgendwie wenig Sinn, was ich hier bastel, aber sobald wir die blauen Dinger haben, geht das ab. Das sei euch. Hoch. Gut. So, der Zug wird beladen. Sehr schön.
Und dann können wir mal gucken. Dann ist das jetzt hier Rutil. Dann nehmen wir das hier AP Rutil. So. Und dieses hier unten nennen wir AP Gold. AP Gold. So. Dann gucken wir mal. Ich hau mich mal rein. So. Wir müssen erstmal noch den Bahnhof umbenennen. Das wäre dann dieser hier in Bahnhof Rutil. So. Dann einmal nach AP Rutil, Zeit vergangen, 45 oder Inventar voll. Und dann nach Bahnhof Rutil, Zeit vergangen oder Inventar leer. Attacke. 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 Hä, der steht ja schon länger als 45 Sekunden. Kann man mir nicht erzählen. Wir haben ja schon 24k geladen. Er müsste eigentlich fahren können, oder? Normal schon. Sonst hätte er keinen Strom. Aha, jetzt geht's los. Sachen macht er aber. 320. Und der geht auch relativ spät erst in die Eisen, ne? Das kommt noch dazu. So. Okay, der kann fahren, das ist kein Problem. Allerdings macht es, glaube ich, Sinn, wenn wir... Oder sollen wir die Ausladung lassen? Eigentlich nicht, ne? Aber es macht mit der Ausladung hier wesentlich mehr Sinn. Komm, das machen wir auch. Dim, 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 dim. Boah, irgendwann werde ich überfahren. Ich weiß das. So. Blaupause. Haben wir hier irgendeine, die übrig ist? Diese hier wäre dann ja übrig. Ach ja, die kann man ja nicht mehr nehmen. Früher musste man die immer basteln. So, und dann kommt dieses Bauwerk dann dahin. Zack. Attacke. So, Rest kommt, oder? Rest haben wir nicht mehr. Rest kommt anscheinend. Das ist immer ein Kack. Ja, ne? Dann würde ich sagen, haben wir auch Rutil in der Base. Dann müssen wir das nächste Folge mal verarbeiten zu Titan. Weil mit Titan können wir auch coole andere Sachen machen. Zum Beispiel, ne? Dinge können wir damit machen. Zum Beispiel Dinge. Ich glaube, die besseren Erzfelder brauchten Titan. Ne, die brauchten Kobalt. Was war Kobalt nochmal? Kobalt, Kobalt, Kobaltplatten. Kobaltoxid, Kobaltit. Ja, Kobaltit kriegen wir aus... Wo kriegen wir das denn her? Kobaltit. Kobaltit. Das ist irgendein Erz. Gibt's sowas hier? Ich habe hier noch nie Kobaltit gesehen. Oder bin ich beleppert? Oh, 8,8 Millionen Eisenerz.
Das ist ja mal ein Ding. Jetzt bestimmt aus Bauxit oder sowas. Scheiße, wo kriege ich einen Kobaltit her? Oh Mann. Aha, aus Stein, Kupfer, Carbon und Wasserstoff kriege ich Kobaltoxid. Aber ich will wissen, wo ich dieses Kobaltit herbekomme. Kobaltit. Kobaltit. Ja. Tja. Das ist bestimmt irgend so eine Forschung, die ich noch machen muss. Und dann kann ich das aus irgendwelchen chemischen Drehungen zusammenbasteln. Wir brauchen Hochtechnologie-Wissenschaftspakete. Hochtechnologie-Wissenschaftspakete. Geschwindigkeit Silizium. Ach, hör auf. Gut, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und werden dann hier erstmal dafür sorgen, dass Strom da ist. So. Zack. Der baut die Untergrunddinger nicht. Sehe ich das richtig? Das ist ja kacke. Das ist ja kacke. Naja, gut, Freunde. Das wäre es gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss.